häufig kommen Schüler zu mir und dann fragen sie, wieso bist du immer noch in diesem Beruf und wieso bist du immer noch im Krankenhaus? Und es ist manchmal mir ein Bedürfnis zu sagen, dass ich diese Arbeit einfach gerne mache, egal wie das rundherum ist. Und dass manchmal die Gegebenheiten nicht so einfach sind, aber dass es trotz alledem ein wunderschöner Beruf ist, weil es ist nicht nur geben, sondern auch viel bekommen. Und gerade Familie in der Pflege tätig ist, also meine Mutter ist Krankenschwester, meine Tanten und Onkel auch. Und früher habe ich immer gesagt, vielleicht nicht, weil es jeder aus meiner Familie macht, aber mit der Zeit habe ich dann gemerkt, das ist es, was mich einfach wirklich interessiert. Und es ist so ein abwechslungsreicher Beruf, also es ist jeden Tag was Neues, neue Patienten, neue Situationen, auf die man sich einstellen muss. Und es macht einfach so viel Spaß. Natürlich ist es auch nicht immer einfach, es ist auch mal anstrengend. Aber am Ende vom Tag fühle ich mich auf jeden Fall immer gut, weil ich irgendwie was geben kann. Und ja, ich kann es eben nur empfehlen. Und ich mache ein Pflegepraktikum hier auf der onkologischen Station für mein Medizinstudium und es macht mir Spaß, weil man halt einfach jeden Tag Menschen hilft, auch wenn man nur ein Praktikum macht und gar nicht so viel machen darf. Trotzdem kommt man in Kontakt zu den Patienten und es macht super viel Spaß. Also ich habe mehrere Sachen davor gemacht, aber ich war da überhaupt nicht glücklich und deswegen habe ich irgendwann mal gehört, dass hier noch was Pflegekräfte suchen und dann habe ich mich einfach so als Hilfe erstmal beworben und ob ich das überhaupt bewältigen kann, ja, weil ich war mir nicht sicher. Und dann habe ich halt angefangen und mir hat das wahnsinnig Spaß gemacht, mit den Leuten zu arbeiten und verschiedene Nationen hier zu treffen. Also es gibt so viele Leute aus anderen Ländern in diesem Haus als Mitarbeiter oder Patient und das macht mich wahnsinnig Spaß. Und deswegen. Aber nach über 10 Jahren, wo ich jetzt in der Pflege bin, ist mir das ist mehr Berufung als nur Beruf geworden. Und mir macht das sehr viel Spaß zu sehen, wie dankbar die Patienten sein können, wenn es denen besser geht. Es gibt natürlich auch andere Seiten und es geht denen nicht besser, aber trotzdem, wie sehr man die Menschen damit unterstützt. Und es ist natürlich auch spannend, sehr spannend, also jeden Tag was anderes. Man lernt jeden Tag viel und lernt so viele Menschen kennen, so unterschiedliche Menschen auch und das ist echt super. Ja. Ich bin zum Beruf gekommen, weil meine ganze Familie in der Pflege arbeitet und mir das sehr viel Freude bereitet. Ich gerne mit Menschen arbeite und sie natürlich auch gerne pflege. Mein Name ist Laura, ich bin 20 Jahre alt und mache seit 6 Monaten meine Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin. Bei mir war das so, ich war nach dem Abi ziemlich planlos, was ich machen soll und habe dann einfach ein Praktikum im Krankenhaus gemacht, um mal zu gucken, wie es mir so gefällt, weil meine Oma das auch gemacht hat. Und das hat mir alles sehr gut gefallen, es war auch nur 2 Wochen, aber ich habe mich dann über die Ausbildung informiert, ich war auf einer Messe und dann dachte ich mir einfach, ich bewerbe mich mal und dann habe ich das auch angefangen und mittlerweile bin ich auch sehr zufrieden mit meiner Entscheidung. Genau, es gefällt mir alles sehr gut. Und ja. Ja, meine Kollegin war sind sehr nett. Und ja, die Arbeit hier ist ganz anders als bei meinem Heimatland. Mhm. Und das, ja, ich habe viel Spaß. Was mir besonders Spaß macht, ist das, wenn Patienten gesund nach Hause gehen. Wenn ich in die Gesichter schaue, das Lächeln sehe, sie gehen heute nach Hause. Oder die Angehörigen kommen auf mich zu. Heute kommt er nach Hause. Mhm. Das ist so ein Glücksgefühl. Ich glaube, das hat man in keinem anderen Job. Kommt in die Pflege. Es ist eine Herausforderung, es ist ein Abenteuer. Aber gemeinsam können wir was bewegen.